Guten Tag und schön, dass ihr nochmal da seid. Wir sind zurück hier bei Crusader Kings 2 und in der letzten Folge hat unser König Karl den Ausweg genommen, hat sein Leben beendet, nachdem seine Tochter gestorben ist, relativ kurz vor seinem Geburtstag, und nach seinem Geburtstag hat er dann entschieden, sein Leben zu beenden. Dadurch gibt es nun einen neuen König, und zwar König Andreas von Saarbrücken, sein Sohn. Sein jüngster Sohn, und er ist jetzt König geworden. Eigentlich gar nicht geplant, dass er irgendwann mal König werden sollte, denn eigentlich war ja Udalrich Vukilo der eigentlich König werden sollte, und dann ist sein Bruder, sein etwas älterer Bruder, Vizeherzog Engelbert, zum König geworden. Also nicht zum König, zum Erben. Und dann ist er auch noch gestorben bei einem verdächtigen Unfall. Und so sind wir König geworden. Unsere Geschwister sind alle nicht so alt geworden. Unser Bruder nur 18. Unsere Schwester 28. Unser anderer Bruder 24. Und die anderen beiden sind auch noch nicht so alt. Wobei Sibylle ist schon ein bisschen älter. Naja. Auf jeden Fall, wir haben nun Andreas als unseren König und wir werden uns ihn mal kurz anschauen. Er ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, aber wir können schon einige Sachen erkennen und da werde ich jetzt schon mal drauf eingehen. Wir haben eine Ausbildung namens Zäher-Soldat. Der Zäher-Soldat ist auf dem Schlachtfeld ein gefürchteter Gegner, dafür aber nur ein mittelmäßiger Befehlshaber. Das heißt, wir sind relativ stark, was das Kämpfen angeht. Persönliche Kampffertigkeit ist da gestiegen. Wir haben insgesamt 30, was auf einen sehr kompetenten Kämpfer hindeutet. Natürlich machen hier die Rüstung und das Schwert ein bisschen was aus, aber dennoch sieht das schon mal ganz gut aus. Wir sind ein gerissener Charakter. Dieser Charakter hat einen scharfen und listigen Verstand. Wir sind ein geselliger Charakter und wir sind ein ehrgeiziger Charakter. Das heißt, im Gegensatz zu unserem Vater sind wir nicht schüchtern, sondern wir suchen den Kontakt mit anderen Leuten. Wir wollen selbst mit den Leuten interagieren, mit ihnen reden. Wir wollen Beziehungen aufbauen. Und das wird auch ein Hauptfokus von Andreas sein. Denn er ist ja noch gerissen und ehrgeizig. Ich sehe das so, dass Andreas das höchstwahrscheinlich zu seinem Vorteil einsetzen wird, dass er so ein relativ guter, geselliger König ist, dass er mit den anderen versucht, gute Beziehungen aufzubauen, um sie dann für seine Zwecke zu nutzen. Weil, wie gesagt, er ist ja auch gerissen. Er hat immer irgendwie einen Hinterplan dabei, hat einen großen Plan, den er verfolgt, den er versucht auch umzusetzen und da eben versucht, die Leute einzuspannen. Also er hat da auch schon so einen langfristigen Plan bei allen Sachen. Das heißt, er wird beispielsweise auch wieder die Hochzeiten ein bisschen weiter planen. Er wird mit den Leuten direkten Kontakt suchen und versuchen, Sachen zu arrangieren. Und auf jeden Fall, wir sehen auch er hat relativ gute Fähigkeiten. Er ist ein starker Diplomat, ein starker Kämpfer. Bei den anderen Sachen ist er dann eher so Durchschnitt hier, Staatsverwaltung, Staatsintrigen, Staatsbildung. Aber sowohl Diplomatie als auch Kriegskunst ist er relativ gut. Was bedeutet, dass er was die Pläne angeht, auf jeden Fall Verstand hat und das dann auch so einsetzen wird. Er wird die Diplomatie dafür nutzen, um seine Ziele zu fokussieren und diese auch umsetzen zu können. Aber natürlich nicht nur durch Diplomatie, sondern auch mit Krieg. Er wird also in der einen Hand das Schwert haben und in der anderen Hand die Taube, je nachdem, was er gerade dafür brauchen wird. Das ist schon, denke ich, ein ganz guter Weg für ihn. Er will einen Erben heranziehen, da ist er ja dabei, er hat ja einen Sohn. Er hat im Moment den Verführungsfokus, den werden wir aber umtauschen. Und zwar auf den, das werden wir jetzt schon mal machen, auf den Zechereifokus, denn das passt ganz gut mit seinem geselligen und gerissenen Art und Weise, damit er hier Kontakte knüpfen kann. Den Verführungsfokus hat er genutzt, also wir können das ja schon mal auswählen, ich denke, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Hat er dazu genutzt, hier eine Geliebte zu haben, und zwar Hedwig. Die lieben sich relativ innig, wobei bei uns ist das ein bisschen weniger als umgekehrt. Sie ist ebenfalls gerissen, ehrlich, gerecht und gemäßigt. Wir haben einen gemeinsamen Sohn, und zwar Karl, also nach unserem Vater benannt. Er ist aber nicht legitimiert, wird also wahrscheinlich keine große Rolle für uns spielen. Er ist halt irgendjemand, den wir da irgendwie gezeugt haben und gut ist.
Wir haben eine Ehefrau und zwar Königin Emma von Saarbrücken. Sie ist unsere Gattin. Sie ist ein Zwilling, das heißt, mit irgendjemand ist sie wahrscheinlich mit Irmeltrud oder mit Wojtek. Wie alt ist sie denn? 20. Okay, dann hier mit Wojtek. Ist also auch gleichzeitig unsere Cousine. Das liegt daran, dass unser Vater da ja eine relativ, ja, kreisförmige Stammbau-Aufbau angestrebt hat, würde ich mal so sagen. Ja, denn unsere Tante ist ihre Mutter. Also wir haben den gleichen Großvater, nämlich König Udalrich Vukilo. Sie ist nicht so ganz so gut auf uns zu sprechen, weil wir halt eben einen außerehelichen Bastard haben. Prinz Andreas, 2 Jahre alt. Wir haben gute Beziehungen, logischerweise. Das ist erstmal unser Ein und Alles. Unser Sohn, den wir aufbauen wollen. Dem werden wir irgendwann die Zyklein in die Hand geben. Wir werden einen Fokus auswählen und ich denke, wir werden ihm Stolz geben. Nicht Kampf, sondern Stolz. Er soll erstmal stolz auf diese, auf allgemein die Familie sein und auch auf seine Linie, die ja eigentlich gar nicht dafür bestimmt war, irgendwann mal König zu werden. Mal schauen. Okay, das heißt, erstmal das haben wir. Wir haben noch Geschwister, einmal Sibylle und Gunhilde. Mit Sibylle, ja, sie mag uns nicht so sehr. Würde mich mal interessieren, wieso eigentlich. Aber weil sie eine Titelforderin ist. Okay. Und Gunhilde, da haben wir eher bessere Beziehungen. Okay. Das heißt, wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir erstmal versuchen, die Leute ein bisschen einzubinden, um die Beziehungen zu verbessern, damit wir da ein Ziel ausmachen können. Wie gesagt, er ist ja auch ehrgeizig, das heißt, er will auf jeden Fall seine Macht ein bisschen fokussieren, stärken. Wir haben immerhin sehr, sehr viele Truppen. Sind momentan, die haben die zweitgrößte Armee innerhalb des Reiches, was sehr, sehr stark ist. Okay, was haben wir hier? Bündnisse sind aufgebrochen. Wir haben Gegenstände bekommen. Okay, das war das. Wir werden wieder viele Sachen übernehmen. Rat ist unzufrieden. Logischerweise, ein Kind braucht einen Fokus. Hildeburg, unsere Verwandte. Das werden wir auf jeden Fall hier so übernehmen. Sie bekommt mal den bildungsorientierten Ausbildung, weil das ganz gut passt. Ich denke, im Normalfall würde ich ja diesen Fokus, was die Bildung angeht, eher immer so ein bisschen random setzen, eher nur so sporadisch. Aber weil er gerissen ist, zeigt das ja doch schon von ein bisschen Intelligenz und dass er da ein bisschen Ahnung hat. Ich denke, er kann erkennen, was die Stärken von anderen Leuten sind. Und natürlich ein bisschen auf das lange, auf die langen Gerade hin, sagen wir mal so, dass er schauen will, dass sie dann vielleicht ihm selber irgendwann nutzen werden. Wir haben verschiedene Ansprüche, aber da sieht erstmal nichts Interessantes da aus, außer vielleicht die Herzogtitel, wenn wir auch mal durchschauen. Wir müssen die offenen Ratspositionen bekleiden. Wir haben erstmal unseren Kanzler, Herzog Hartwig von Zadar. Ne, der ist ein Zadar. Den werden wir wahrscheinlich irgendwo einsetzen, um Beziehungen zu verbessern oder einen Anspruch zu fingieren. Er hat eine sehr, sehr gute Beziehung von uns. Hängt aber davon ab, weil er noch relativ gute Beziehungen zu unserem Vater hatte. Ich denke, ihn können wir auf jeden Fall da lassen. Ist auch ein mächtiger Vasall. Genauso auch hier unser Cousin. Wir haben keine so gute Meinung von ihm. Er ist ein mächtiger Vasall. Hat er vielleicht bessere Fähigkeiten? Oh, das ist ein guter Intrigant. Ist jetzt die Frage, warum haben wir keine so gute... Er ist unehrenhaft. Bekannter Mörder, okay. Ehebrecher, ja, das ist ein schwieriger Charakter. Müssen wir natürlich schauen, dass wir den irgendwie drin lassen. Wen haben wir denn noch? Wir schauen mal nach. Wir haben Rudolf, Großregent von Kroatien und Adalbert von Styra. Und ansonsten scheint hier keiner mehr dabei zu sein, den wir da noch irgendwie einbringen müssen. Er ist auch ein guter Intrigant, okay. Und er hier kann... Boah, der ist ja noch ein besserer. Ja gut, der ist aber auch relativ gefährlich. Schüchtern, religiöser Eiferer, paranoid, hinterlistig, grausam. Haben wir den Berater schon ausgewählt?
Kuthilda ist Berater. Wir haben eine sehr, sehr schlechte Meinung von ihr. Wieso eigentlich? Achso, weil wir die beiden Titel da haben wollen. Okay. Könnten wir schauen, dass wir das vielleicht irgendwie durchsetzen. Wobei so Grafentitel sind halt eben auch nicht so, so wertvoll. Naja, okay. Das heißt, ich würde sagen, ihn lassen wir erstmal als Marschall. Wir hätten wahrscheinlich bessere. Ja, wir hätten auf jeden Fall bessere. Aber hier hätten wir Nikolaus, unseren Cousin, mit dem wir gute Beziehungen haben. Den könnten wir wieder als Kämmerer einsetzen. Aber wir werden hier mal Adalbert hinmachen. Er wird mal unser Kämmerer. Es war nicht so gut, aber den müssen wir ja hier mit einbeziehen. Hier wird Rudolf hinkommen. Jetzt haben wir auch da positive Beziehungen zu ihm. Alles gut. Und der Hofkaplan wird dann hier Hans Erzbischof von Mainz. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Genau. Okay. Wir werden als erstes diese ganzen Leute mal hier zum Zechen einladen, um unseren neuen Rat zu begrüßen. So. Um erstmal da gute Beziehungen aufzubauen. Logischerweise dann auch noch unsere Beraterin. Wir haben auch diesmal jetzt eine andere Beziehung zu unseren kirchlichen Vasallen, logischerweise. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was wollen wir jetzt genau machen? Wir werden gleich die Jobs quasi ausgeben. Wir könnten Herzog Vukasin einsperren. Ah, das ist er. Gut, dann könnten wir ihm rein theoretisch den Titel sogar abnehmen. Würde aber direkt zu Krieg führen. Ich würde das eher schauen, dass wir erstmal mit ihm reden. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir ihn ja für unsere Zwecke einsetzen. Ansonsten werden wir ihn einfach beseitigen irgendwie. Vielleicht können wir den auch durch andere Möglichkeiten verschwinden lassen. Wir könnten auch einen Nicht-Angriffspakt machen, was ganz wichtig ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, ihn beispielsweise zu ermorden, ist auch relativ hoch. Wir sind zwar nicht hinterlistig, aber gerissene Charakter kann ich mir auch vorstellen, dass sie da so ein bisschen was planen. Allgemein, okay. Wir haben verschiedene de jure Ansprüche, die wir durchsetzen könnten. Ja, okay, gegen Byzanz werden wir eher nicht vorgehen. Mit Byzanz haben, da ist ja unser Onkel, da haben wir keine so gute Beziehungen. Er mag uns nicht, weil er gerne die Titel haben möchte. Ja, und weil er ebenfalls ehrgeizig ist. Nicht-Angriffspakt ist eher unwahrscheinlich. Da müssten wir die Beziehungen verbessern. Da wäre es vielleicht ganz gut, auch auf langer Sicht, dass wir ihn vielleicht auch verschwinden. Oh, wir hätten sogar eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und dann eben hier unseren guten Cousin Nikolaus als byzantinischen Basileus unterstützen. Wir werden ihn auch mal einladen, weil wir da ja eben, wie gesagt, so ein bisschen einen Plan haben. Wir haben eine gefährliche Fraktion. Graf Reinhold. Ja. Okay, der wird eingeladen. Weil das Schöne ist, wenn wir mit denen freunden, also unser Ziel wird sein, sich mit sehr vielen Leuten anzufreunden, um sie dann eben auch geschickt manipulieren zu können. Okay. Wir werden alle größeren Vasallen auch einladen. So, Kanzler ist da, Kämmerer ist da, Hofspitzel, Cousin. Okay, Hofkaplan. Okay, wir haben hier Benedikta von Gubatzburg. Sie werden wir auch noch einladen. Der Bischof von Trier werden wir einladen. Und natürlich den Bürgermeister von Carlotteheim. Den zählen wir auch als wichtigen Vasallen. Genau, die hätten wir erstmal alle eingeladen. Und jetzt würde ich noch sagen, logischerweise unsere Geschwister. So. Unsere Mutter werden wir auch mal einladen. Wir schauen mal kurz noch hier rein. Können wir Bartholomäus einladen? Nein, können wir nicht, weil er nicht da ist. Andrijana könnten wir einladen. Das werden wir auch noch machen. Genau.
Ich denke, das ist erstmal so in Ordnung. Damit wir da Freundschaften schließen. Ich denke, das wird sehr, sehr wichtig sein. Wie sind unsere Beziehungen zum Kaiser? Er hat eine gute Meinung von uns. Wie sieht es eigentlich aus, was die Erbschaft angeht? Avukasin wäre dann auch derjenige, der eventuell mal irgendwann neuer Kaiser werden könnte. Ja, das könnte auch was für uns sein, dass wir da mal irgendwie versuchen, da Kaiser zu werden. Aber ich glaube, das ist im Moment bei uns immer noch nicht möglich, weil wir immer noch de jure kein Teil vom Reich sind. Ich denke, er wird auch wieder anstreben, dass wir hier eine relativ gleiche Erbschaft haben, damit sich das alles nicht so aufspaltet. Wenn wir es geschickt hinbekommen, wird irgendwann Gozelo unser Erbe. Und dann hätten wir das vereint mit dem byzantinischen Kaiserreich. Naja, so auf die lange Sicht hin. Wir haben keine gute Meinung zum Kaiser. Warum haben wir keine? Weil wir einen Sitz im Rat haben möchten. Und weil er zu viele Herzogtümer im Besitz hat. Okay. Ja. Haben wir irgendwelche Vasallen, die bei uns eine schlechte Meinung haben? Na, nur sie, aber das ist dann auch nicht so wichtig. Wir können ja mal kurz im Reich nachschauen. Wie sieht's aus? Wo wir eventuell einen Anspruch fingieren könnten. Hessen wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wobei, da müssten wir hier gegen sie vorgehen. Da könnten wir was beanspruchen. So könnten wir so ein bisschen das Reich auch wieder so ein bisschen aneinander bringen. Oh, schau mal. Waldemar von Gubatzburg. Die sind doch bestimmt dann verwandt mit unserer Vasallen. Ist nur die Frage, wo hier die Abbiegung ist. Ist das hier? Oder da? Okay, das ist eine relativ große Dynastie. Ich würde einfach mal sagen, wir versuchen hier in Hessen erstmal einen Anspruch zu fingieren. So. Der gute Marschall wird erstmal Truppen weiter ausbilden. Das klingt erstmal richtig. Der Kämmerer macht erstmal hier ein Metz, die Bauaufsicht, damit wir vielleicht hier neue Gebäude bauen können. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Turnierlisten, schwere Kavallerie, Ställe. Wir können ja mal Kalotteheim nachschauen. Wir könnten eine Universität bauen. Kostet ein bisschen was. Wäre aber eine Möglichkeit. Hier könnten wir das auch. Burgbefestigung, Kasernen. Übungsplätze. Wir bauen einfach mal jetzt hier die Übungsplätze. Ich denke, das ist einigermaßen gute Moral der Armee steigt, dann Verstärkungsrate und Gefolgsgröße wird auch ein bisschen größer. Ich denke, das ist erstmal so in Ordnung. Wir können auch hier nochmal bei unserer Hauptstadt nachschauen und hier ein Burgstädtchen bauen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber wir können ja die Bauaufsicht dann später nochmal darüber verlegen. Ich hoffe einfach mal, dass es dann da auch auf lange Sicht da Änderungen gibt. Unser Hofspitzel wird erstmal... Er wird erstmal hier intrigieren. Bei uns. Ah, den werden wir bald einsetzen, um Leute verschwinden zu lassen. Und der Hofkaplan, der geht jetzt mal hier zum Klerus und wird mal hier die Beziehungen verbessern, weil wir doch da ein bisschen nachhängen durch die Herrschaft unseres Vaters und ich glaube auch der Vorgänger davor, hier Udalrich Vukilo. Er war, glaube ich, auch zynisch, ja. Alles ein bisschen schwierig. Und er, glaube ich, auch, oder? Nee. Aber er hat sich ja selbst umgebracht. Okay. Ich denke, wir werden lassen jetzt mal kurz ein bisschen weiterlaufen und schauen, ob jetzt Leute zu unserem Gelage kommen, also zu unserer Zecherei. Gelage können wir ja auch nochmal abhalten. Okay, sie kommt leider nicht. Unsere Mutter kommt vorbei. Unser Kämmerer nicht. Ja, okay, es werden einige kommen, aber nicht alle. Ja. Ah, schaut mal an. Unser Kämmerer will direkt hier was durchsetzen. Ich fürchte, die Fraktion, die ich vertrete, muss Nachfolge durch Erbteilung bestehen. Wir sind darauf vorbereitet, die Waffen zu ergreifen, solltet ihr euch weigern. Okay, er will Krieg hier führen.
Das werden wir ablehnen. Okay. So kriegen wir dann den Kämmerer auf jeden Fall weg. Das können wir so nicht akzeptieren. Was ist genau die Forderung? Sie wollen auch im Königreich Saarbrücken die Erbfolge einführen durch Erbteilung. Wir haben hier Truppen, wir haben da Truppen. Hier haben wir relativ viele da. Er möchte uns zum Ratsmitglied ernennen. Und zwar möchte er uns gerne zum Kämmerer machen. Wir sind zwar nicht der beste Kämmerer. Am liebsten wäre uns, dass wir hier entweder Staatskriegskunst oder Diplomatie, also Kanzler oder Marschall werden. Aber ich denke, wir akzeptieren erstmal die Möglichkeit, dass wir in den Rat kommen, weil damit unser Einfluss gesteigert wird. Wir werden auch in der nächsten Folge mal schauen, dass wir unsere Verwandten mal so ein bisschen noch verheiraten. Oh, hier oben sind auch noch Truppen. Gehören die auch dazu? Nee, die gehören nicht dazu. Okay. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir hier erstmal ein paar Bündnisse noch schließen. Beispielsweise mit unserer Mutter sollte das doch möglich sein. Ja. So. Das ist auf jeden Fall möglich. Ansonsten ist es wieder ein bisschen schwierig. Schwaben. Böhmen. Karpaten. Ja, er wahrscheinlich auch nicht. Nee. Wir haben ja kaum noch irgendwelche Beziehungen. Mit Thüringen wird wichtig sein. Wir werden erstmal hier unser Militär ausheben. Okay, die gehen erstmal dahin. Wir haben hier unten 3800 oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die anderen Sachen da auch noch dazugehören. Nee, nur hier diese. Das andere sind die... Oder gehören die auch dazu? Ich bin mir da nicht sicher. Da haben wir auf jeden Fall 3800. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen den Vasallen. Dass wir die jetzt nicht hier... Die werden wahrscheinlich da erstmal alle sein. Was natürlich ein bisschen doof ist. Wir werden auf jeden Fall jetzt auch versuchen hier, dass wir unser Reich ein bisschen konsolidieren. Ich werde jetzt einfach mal hier die Vasallen ausheben. Mal schauen, wo die alle sind. Okay, wir haben hier relativ viele. Das heißt, die werden wir hier mal versammeln und dann wahrscheinlich hier einmal so einen großen Bogen rummachen. Die hier können auf jeden Fall dahin laufen. Die gehen jetzt wohin? Die gehen nach Lüttich. Das heißt, hierhin. Die 207 werden wir mal wieder auflösen. Können wir später auch gerne nochmal ausheben. Okay, das heißt, wir brauchen natürlich jetzt hier... Oh, der Marschall ist auch dabei. Also, Vukasin ist auch bei dieser Revolte dabei. Interessant, können wir uns merken. Wenn wir ihn festgenommen haben, können wir ihn dann die Titel abnehmen und dann anderen Leuten geben. Okay, das heißt, wir haben aber hier keine anderen starken Vasallen mehr. Also bis jetzt. Das können wir natürlich später nochmal ändern. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier auf jeden Fall Tocht. Okay, da wird der Nachfolger von der Republik Gotland. Das ist ein relativ starker Kämpfer. Können wir erstmal hier auswählen. Und als Kämmerer nehmen wir hier Nikolaus. Damit verbessern wir da nochmal ein bisschen die Beziehungen. Was ich denke erstmal gut ist. Wir werden das hier hinmachen. Das bleibt erstmal so. Wir müssen noch einen Nachfolger auswählen für... stimmt, weil Vukasin wird jetzt logischerweise nicht mehr unterstützt. Gibt es hier irgendeinen Saarbrücker, den wir unterstützen können? Höchstwahrscheinlich nicht. Doch, Vukasin. Aber wir werden Vukasin logischerweise jetzt nicht mehr unterstützen. Ja. Ich schaue mal gerade schnell durch, wo wir vielleicht... Sieht eher ein bisschen schwierig aus. Ich würde einfach sagen, wir unterstützen den Ältesten, damit der dann relativ schnell, ja, verschwindet. Wir haben zwar hier minus 2, aber okay. Weil auf lange Sicht jetzt erstmal
noch nicht wirklich irgendwie die Beziehungen feststehen. Wenn wir da irgendeinen Verbündeten haben, dann werden wir natürlich den Verbündeten unterstützen, logischerweise. Wir lassen kurz nochmal weiterlaufen. Es gibt noch eine andere gefährliche Fraktion, das ist Graf Reinhold. Der wird wahrscheinlich auch hier... können wir ihn noch zum Zechen einladen? Nein, ist leider schon zu spät wahrscheinlich. Okay. Wir könnten ihm ein Geschenk senden. Wir machen das mal. In der Hoffnung, dass er das dann eben auflöst. Wir haben keine gute Beziehung, logischerweise. Ja, okay. So, unsere Mutter ist dabei. Wir werden sie reinrufen, damit sie uns da unterstützt. Das heißt, auch mit ihm hier müssen wir schauen, dass wir gute Beziehungen hinbekommen. Kriegen wir da eigentlich schon ein Bündnis hin? Nein. Ja, okay. Seine Mutter ist momentan diejenige, die die Kontrolle hat. Okay. Ja, wir haben hier auf jeden Fall ein paar Truppen. Müssen nur aufpassen, dass wir da nicht die Truppen vergessen, was ja gerne mal passiert, sowas. Und dann die anderen reinlaufen. Okay, unsere Mutter ist dabei. Sie hat hier auch mobilisiert, was sehr schön ist. Wir pausieren mal kurz und werden schauen. Haben wir irgendeine Spezialisierung? Nee, wir sind einfach nur ein zäher Soldat. Okay. Wie gesagt, wir werden sowohl in der einen Hand das Schwert haben, als auch in der anderen Hand, vielleicht nicht die Taube, aber den... Ja, die Feder. Genau, die Feder. Ja, ich denke, Tort stellen wir in der Mitte. Oder hat er irgendeine Fähigkeit? Aggressiver Anführer, brillanter Stratege, Anführer der Kavallerie. Okay. Der sieht doch ganz fähig aus. Ah, okay. Unsere Tante war seine Ehefrau. Das heißt, vielleicht sollten wir gucken, dass wir die da irgendwie mit einbeziehen. Ja, wobei, wenn ich mir das so anschaue, sind das nicht so die... Die krassen Kämpfer. Nee. Okay. Könnte man natürlich auch schauen, dass wir da Leute finden. Auch wenn wir die Titel jetzt später an andere abgeben werden, werden wir das so machen, dass die Leute eher zufrieden sind. Das heißt, wir geben das nicht Leuten, die ehrgeizig sind oder uns potenziell zur Gefahr werden können. Okay, das sieht aber ansonsten ganz gut aus. Hier ist der Reinhold dabei. Haben wir da noch einen besseren? Nee. Ja, okay, dann lassen wir das so. Ich würde mal sagen, wir laufen hier entgegen. So, die laufen da. Okay, das heißt, wir machen erstmal hier die so Platten, dann bewegen wir uns darüber. Richtung Süden. So, was haben wir da? Eine Verschwörung. Er möchte einen Anspruch auf Kärnten. Okay, er ist relativ mächtig, er hier. Ein relativ mächtiger Herzog. Ist das nicht der Herzog, der auch hier im Reichsbaum relativ weit vorne ist? Genau hier. Ist momentan vor uns, logischerweise. Wow, die Saarbrückische Revolte ist im Moment die stärkste? Okay. Graf Friesach, ernannter Regent von Elsass. Wir haben eine positive Beziehung. Hier haben wir eine negative. Ja, wir werden das unterstützen. Damit bauen wir ja auch Beziehungen auf, wenn wir solche Sachen unterstützen. Okay, die laufen da. Wir schauen uns hier die Schlacht an. Sollten wir aber ohne größere Probleme gewinnen. Die Schlacht von Andernach. Die Schlacht von Trier. Ich versuchte tief einzuatmen, aber in diesem frierenden Wetter ist es schwierig überhaupt zu atmen. Schaut, dort ist der König höchstpersönlich, ruft jemand. Ich drehe mich um, nur um von einem Dutzend prunkvollen Soldaten von Adalbert überrannt zu werden. Oh mein Gott. Ja, Adalbert nicht, sondern Adalbero. Wir haben drei Möglichkeiten. Das denke ich nicht. Ich werde Kommandant Adalbert persönlich herausfordern. Nehmt es, kreuzet das Schwert und lasst mich leben oder verflixt. Die Sachen sind gelb, weil wir... Ah, weil wir ein besserer Duellant sind. Ja, wir werden nicht verflixt sagen, sondern wir werden persönlich kämpfen. Haben wir ja gesagt. In der einen Hand das Schwert und in der anderen Hand die Feder. Deswegen werden wir ihn persönlich herausfordern.
Ich jagte Abt Adalbero gerade über die Hügel, als Graf Reinhold mich beiseite schob und brüllte: Diesen nehme ich, mein Fürst, worauf er hin unbeholfen seine Axt schwung. Oh, wie ritterlich. Alles klar. Ja, der Reinhold will sich beweisen, glaube ich. Okay, die Schlacht hat auf jeden Fall ein bisschen was beigetragen. Ja, er ist nicht getötet worden, aber schwer verwundet. Stark verkratzt, okay. Na, schau mal, vielleicht wird da ja was. Perfekt. So, wir pausieren kurz. Wir sollen Kommandant werden. Das werden wir annehmen. Genau, sehr schön. Wir müssen natürlich noch schauen, Befehlshaber und ernannter Regent. Wir können da auch noch mal Leute einladen, dass wir vielleicht wieder fähige Leute finden. Die hier werden mal... Boah, wie kommen wir da am besten hin? Wir warten da mal. Wir gehen mal hier nach Mainz. Da treffen sich die Truppen dann. Und dann bewegen wir uns hier hin. Erstmal Schlachten schlagen. Wie gesagt, wir sind hier auch ein Kämpfer mit starken persönlichen Kampffertigkeiten. Unsere Mutter hilft uns hier auch. Wir ziehen mal hier nach Ulm. Wäre gut, wenn wir das schaffen, bevor hier das passiert. Burg Bet Geblin. Okay, der Johanniterorden hat etwas erobert oder erhalten, besser gesagt. Widrige Umstände zwingen mich dazu, das Zechgelage, das ich geplant hatte, abzusagen. Oh, das ist natürlich doof. Müssen wir dann machen. Okay, wir werden hier in Weinsberg kämpfen. Ich hoffe, hier die Truppen werden uns dann helfen kommen. Wir können auf jeden Fall die hier auch noch hier nach oben ziehen. Aber okay. Die Handelsroute von Saarbrücken benötigt dringend ein neues Schiff und eine neue Ausrüstung, damit der Warenstrom in unser Reich nicht abreißt. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Und diese Handelsroute muss weiter in Betrieb bleiben. Logischerweise. Wir haben langfristig sehr, sehr große Vorteile davon. Okay, die wollen auf jeden Fall helfen kommen. So, wir schauen uns mal hier die Schlacht an. Ah, die werden jetzt erstmal hier festgehalten. Das ist sehr, sehr gut. Okay, die kämpfen hier ohne Generäle. Das ist mehr als optimal. Das ist eine wichtige Schlacht. Okay, Reinhold hat hier verloren auf der Seite, aber das ist erstmal nicht weiter schlimm. So, er wird jetzt da hingehen. Okay, der wollte uns hier angreifen. Das heißt, wir werden mal versuchen, hier hinterher zu kommen. Ah, wird ein bisschen schwierig. Na, komm du mal dahin. Dann gehen wir dahin. Okay, die haben sich jetzt hier vereint. Ja, wir müssen hier relativ schnell weg. Aber das wird schon. Da oben sind die anderen drum. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir die irgendwie vereinigen können. Amelie ist so eine fürsorgliche Tante und immer bereit, die Stimmung während eines düsteren Familienessens aufzuhellen oder mit den Kindern zu spielen. Auch wenn wir uns von Zeit zu Zeit uneinig sind, kann ich ihre Leistung als Tante nicht abstreiten. Menschen wie sie sind selten. Okay, Juvilianischer Patriarch. Unsere gute Tante. Hi. Okay, Hausmutter. Okay. So, wenn wir die jetzt zusammengebracht haben. Okay. Legen wir die mal zusammen. Hier brauchen wir noch einen Kämpfer. Oh, ist jetzt unser guter Onkel gestorben oder wie? Nee, das war nicht unser Onkel. Hier, der müsste hier noch dabei. Der ist weg, okay, der ist gestorben. Unser Befehlshaber. Ich habe ihn schon wieder vergessen, wer das genau war. Es war unser Cousin oder so. Das heißt, wir müssen hier natürlich jemand anderes auswählen. Wir werden erstmal Rutger auswählen. Aber wir drehen das hier um, weil wir waren auf der Seite. Da kommt Rutger hier hin. Ja, und lassen die erstmal dahin bewegen.
Wir müssen versuchen, hier hochzukommen. Wir gehen mal relativ schnell dahin. Nicht, dass sie hier auf einmal angreifen, weil dann sind die Truppen weg. Das hilft uns auch nichts. Prinz Nikolaus von Byzantinisch Kaiserreich und Prinzessin Gunhilda von Saarbrücken haben eine Tochter bekommen. Er möchte sie gerne Geberga nennen. Ja, ich denke, wir werden da erstmal nicht einsprechen. Ich hätte vielleicht überlegt, sie Amelie zu nennen, wegen unserer Tante. Aber wir sehen ja hier, es gibt schon jemanden, der Amelie heißt. Deswegen Geberga ist, denke ich, in Ordnung. Akzeptieren wir da. So, dann gehen wir hier nach Würzburg. Beziehungsweise wir gehen vielleicht erstmal nach Thüringen, versuchen die Truppen hier mitzunehmen und dann greifen wir da an. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war's von eurem Krumpass, Bambuso.